Hallo und willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Da steht da wirklich 32 Zuschauer. Ihr seid doch wahnsinnig. Hallo und willkommen. Ja, willkommen zu No Man's Sky. Ich muss mal eben einen Schluck von meiner Apfelschorle abtrinken. Warte mal. Oh mein Gott. So, Kabel richtig legen. Na. So, wir wollen... Was wollte der Techniker nochmal? Der wollte von uns, dass wir... Ach ja, Wissenschaftler, ne? Genau. Müssen wir mal gucken, dass wir einen Wissenschaftler kriegen. Die drehen immer noch ihre Kreise. Ich habe keine Ahnung, warum. Unsere Basis wächst und gedeiht. Wo ist unser Schiff da? Wir müssen gucken, dass wir mal so langsam dann uns unsere eigene Hütte aufbauen. Mit Bett und so. Ne? Soll nicht zu groß werden, so ein bisschen kleiner, ruhig. Und wir müssen Glas kriegen, so langsam. So, ich schau mal auf einer Raumstation. So, wo ist die Raumstation? Da ist die Raumstation. Da fliegen wir mal hin. Und gucken wir mal, ob wir da einen Wissenschaftler finden, den wir engagieren können für unsere Basis. So. Lalalala. Alter, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen lieben Dank an 32 Zuschauer, die gerade zusehen. Das ist super lieb. Vielen lieben Dank. Das ist sehr, sehr aufmerksam von euch. Also, wie gesagt, es ist keine Pflicht, hier zuzusehen. Ne? Also nicht hier jetzt hier irgendwie oder so. Ne? Also, freien Stück. Ne? Außer euer Freund oder so oder Freundin hat euch dazu gezwungen. Guckt den endlich! So. Feiern die eine Demo hier oder was machen die? Ich weiß es nicht. So, bist du ein Wissenschaftler? Hallo! Alter, die Augen! Oh Gott. Niemand wird deine landwirtschaftlichen Bedürfnisse besser dies leisten als ich. Einen landwirtschaftlichen Typen brauchen wir auch noch. Den können wir mal anstellen, ne? Ich könnte einen Farmer gebrauchen. Du bist eingestellt. Alter, die Augen. Der kann am Montag, kann er schon den Freitag sehen mit den Augen. Ist super. So, haben wir noch einen Wissenschaftler? Was ist mit dir? Wahrscheinlich nicht, ne? Ein Konstrukteur. Ja, wir haben schon einen Konstrukteur. Den brauchen wir nicht mehr. Mist, das heißt, wir werden hier auch keinen Wissenschaftler finden. Oh Gott, wo war der nochmal? Nee, nicht Wissenschaftler. Nee, warte mal. War doch richtig. Wir brauchen noch einen landwirtschaftlichen Typen, oder? Oder brauchen wir einen Wissenschaftler? Nee, warte mal. Wir brauchen... Waffenmeister und Landwirt, oder? Oder bin ich jetzt falsch im Bilde? Wissenschaftsterminal haben wir doch gar nicht, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Müssen wir mal gucken. So, wo ist unsere Base? Da ist unsere Base. Guck mal, Spandonium kriegen wir sogar auch hier. Ist das nicht das, was der, Techniker von uns braucht? Ja! Ich komme. Landessequenz wird eingeleitet. Ja, natürlich. Park doch einfach mal Kilometer weit weg von der Basis. War das nicht Sparodium? Nicht Sporodium? Nee, wie hießen die Dinger nochmal, die der brauchte? So, jetzt müssen wir ja auf jeden Fall schon mal einen Farmer haben. Mal gucken, was der Farmer so von uns braucht. Weißt du, da stellst du einmal so einen Farmer ein und der bewuchert dir direkt die ganze Bude. Das liegt wahrscheinlich an den seinen Augen. Ja, ja. Machst hier schon eine Grasplantage wahrscheinlich. Warte mal, was brauchte der denn jetzt hier? War das, ne? Techniker haben wir. Ach stimmt, wir haben ja nur ein Waffenterminal. Ich schaue nochmal eben wegen die Terminals. Das war, was gab's da noch? Wissenschaftsterminal, Landwirtschaftsterminal, Konstruktionsterminal. Das war's eigentlich. Wir haben sie eigentlich alle und der hat's. Wir haben sie nicht mehr alle, genau. So. Alter, diese Augen feiere ich immer noch. So, ein frischer Vorrat von
Beutelgift ist für viele Formen wichtig, um das... Blutwurzel haben wir, glaube ich. Ich meine, wir haben im Lager... Haben wir ein paar. Ich meine, wir haben sogar im Lager schon welche von diesen Blutwurzeln. Ich bin mir nicht ganz... Was ist das denn? Hydrokulturtog. Ein in sich geschlossener Entwicklungssystem für den Innenbau von Naturpflanzen. Eisen und Zink brauchen wir dafür. Kann gebaut werden. Boah, wie geil. Ey, ja, hilf mir nochmal eben. Was brauchtest du nochmal? Ich vergesse das immer wieder. Ach nee, Kandensium. Stimmt, das brauchen wir ja auch aus radioaktiven Pflanzen. So. Ah, es wird gerade Nacht. Das trifft sich super. Ach nee, Bauplan war das ja gewesen, ne? Ich mal was brennt interessieren. Spezialterminals, Dekoration, Technologie. Ach hier, Landwirtschaft. Und wo kann ich das... Wo wird das... Ach, das wird innen gebaut. Ach Gottchen. Was ist das hier? Blutwurzel? Eine kleine harmlose ausstehende Pflanze, deren Blätter in einem regelmäßigen Abständen zu kleineren Mengen starkes Beutelgift... Beutelgift absondert. Ein wertvolles Verbrauchsgut zum Handeln. Eignet sich für Hydrokultur, Pflanzenbau in Gebäuden. Kann nicht im Freien gepflanzt werden. Ach krass. Warte mal. Ist das, zählt das auch als Gebäude hier? Warte mal, ich kann noch Boden bauen, ne? Wo war das? War das hier? Boden? Wieso kann ich hier keinen Boden bauen? Warum kann ich hier... Weil ich will ungern hier alles reinklatschen eigentlich in diesem... In diesem Gebäude. Weil das mit den Pflanzen, ne? Das ist so... Kommst hier rein, alles bewuchert? Zweite Etage wäre schon geil, aber ich weiß nicht, wie ich das... Doch, warte mal. Geht das nicht? Moment, ich probiere mal eben was. Boden. Ich teste mal eben was. Warte mal. Ja, ja, ja. Halt den Schnabel, Techniker. Ich will nur mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. So, schauen wir mal. Ich mach mal hier so eine zweite Etage einfach mal rein. Nur mal so provisorisch. Achso, das ist nur so ein Pult. Wo ist denn jetzt die Treppe? Da. Wie kann ich die denn... Wieso kann ich die nicht bauen? Ungültige Position. Was heißt denn ungültige Position? Kann ich... Unser Garagentor geht auf, wenn wir hier drin sind. Das ist super. Mit einem kleinen Trick kriegt man bestimmt die Treppe auch da oben hin. Ich glaube, ich weiß auch wie. Also ich hoffe, dass ich vermute, wie ich mir das vorstelle. Ich muss nur eben kurz was gucken, wie ich das baue. Nein, was mache ich denn? Das wollte ich da oben gar nicht. Genau, jetzt mache ich hier mal eine Tür rein. Warte. So. Und jetzt kann ich doch theoretischerweise hier jetzt... Der hat es doch gerade angeknüpft, oder nicht? Ach, ich kann die Treppen nur nach außen bauen, ne? Das ist ja voll bescheuert! Kann ich denn keine Treppe nach innen bauen? Der baut die Treppen nur nach außen. Warte mal. Wenn der die Treppen nur nach außen baut, ne? Interessiert mich gerade mal was. Warte mal. Was ist, wenn ich jetzt hier so einen Block hinsetze? Man kann ja probieren, ne? Probieren gibt was studieren, sagt man ja so schön.
So, jetzt baue ich hier eine Tür hin, ne? Hier ist ja außen jetzt. So, baue jetzt hier die Treppe. Weißt du, wenn ich jetzt hier die Treppe weiter anknüpfe? Geht nicht, weil... Warum? Hallo? Warte mal, ich lösche die mal raus. Und mache jetzt hier mal... Mal gucken, ob das funktioniert. Aha, das geht sogar. Ja. Temperatur stabilisiert sich. Warte, ich lösche das mal eben raus. So. Da schwebt jetzt die Treppe. Das ist super. Alter, dieser Techniker, ne, der ist mir immer noch suspekt, wie der da rumbrüllen ist. Ich habe so ein bisschen Angst manchmal, muss ich sagen. So. Ja, super. Das Problem ist nur, ich glaube, diese Treppe wird niemals nicht bis auf den Boden kommen. Weil, hallo? Gerade ging's doch. Hallo? Man muss wahrscheinlich hier pixelgenau bauen, damit es... Ja. 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 Jetzt sitzt er da im Weg. Das gibt's nicht. Kann ich da hinten noch einen Raum bauen? Warte mal. Nein, außerhalb der Basis. Nein! Mann, du Kackspiel! Jetzt muss ich echt tatsächlich da hinten anfangen, die Treppe zu bauen. Oh, das gibt's doch nicht. Kann doch nicht sein. Na, na, na. Weil dann könnte man theoretischerweise dann hier natürlich so ganz gemütlich... Ist kompliziert, ne, irgendwie. Aber warum man das nicht drin bauen kann von vornherein, verstehe ich irgendwie nicht. Ist mir so... Ist mir ein Rätsel, muss ich sagen. Das heißt, ich müsste theoretischerweise... Kann ich denn nicht... Kann ich die Treppe denn nicht weiter oben... Ach doch, warte mal. Wenn ich doch weiter oben anfange... Nee, der Weg bleibt ja gleich. Ich bin so schlau. Der Weg bleibt ja gleich eigentlich im Prinzip. Weil der Winkel verändert sich ja der Treppe nicht. Mann, ist doch... Das heißt, ich müsste da hinten schon irgendwie anfangen zu bauen. Heißt quasi... Da, oder? Also jetzt vom Außenbereich natürlich, ne? Ich lösche das mal eben. Warte, ich baue eine Tür mal eben hin. Kann ich hier rausgehen? Und, jetzt brauche ich nochmal eben einen Block. So, warte. Ist ein bisschen kompliziert, ich weiß, aber damit man eine Treppe vernünftig hinbekommt, könnte ich mir gut vorstellen, dass man dann hier... So, warte. Dann habe ich gesagt, wir bauen jetzt hier eine Tür hin. Und dann hier... Nee, wie habe ich das denn vorhin gemacht? Ach nee, Quatsch. Ich bin so schlau. Hier muss die Tür jetzt hin. Und hier muss die Treppe hin. Genau, so. Dann muss das wieder weg. Das muss weg. Das muss weg, glaube ich, ne? Nicht, dass ich hier was Falsches jetzt lösche. Dann stehe ich da noch. So, ich glaube, das muss auch weg. So. Wo ist jetzt hier die... Oh Gott. Da ist die Treppe. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Für eine dämliche Treppe jetzt hier so 2 Stunden rumbasteln. Ja, jetzt würde das schon hinkommen. Naja, nicht ganz. Hä, ist das dasselbe oder nicht? Hab ich doch gerade... Ich will doch nur eine 2. Etage bauen. Das gibt's doch nicht. Ich will doch nur eine dämliche 2. Etage bauen. Das kann doch nicht so schwer sein. Also die 2. Etage zu bauen ist leicht, aber wieso kriege ich denn da keine Treppe? Und du kannst hier keine Dings bauen. Hallo Jerome, ich grüße dich. Klang Kasper, willkommen zur Let's Play Live Show. Ich, nein. Ja. Warte. Weil ich würde gerne hier oben mein
mein Biom quasi bauen. So dass ich quasi hier oben die ganzen Pflanzen habe. Ach komm, weißt du was? Scheiß was auf Treppe. Wir haben eh ein Jetpack und so und ist egal. So, warte mal, wie kann ich das denn hier? Ah, hier kann ich nicht bauen, weil da wahrscheinlich die Levelgrenze ist. Komm, ich mach das mal hier hin. So, 1, 2, 3 und 4. So. Kann ich jetzt pflanzen? Tamium und Andreas! Ah, so langsam geht. Und langsam hat er seine Plantage abgebaut. Okay. Das heißt, wir müssen ein bisschen auf Reise gehen. Da ist nochmal Zink. Können wir nochmal eben Zink holen? Was für Farben haben wir? Voll geil. Also, keine Ahnung, ich komme von dem Spiel nicht mehr los jetzt momentan. Mit diesem Bauen, das ist so eine Aufwertung des Spiels. Es ist unglaublich. Es macht so viel Spaß jetzt. Durch dieses Bauen gibt das nochmal eine ganz andere. Nimmt das nochmal eine ganz andere Wendung. Hat man wenigstens was zu tun hier. Anstatt nur rumzulaufen. Und wir können mal unsere Container weiterbauen. Wenn wir gerade schon dabei sind. 5. Kann ich 5 bauen? Ja, kann ich bauen. 6 auch. Nein, was fehlt mir dafür? Mir fehlt eine galvanische Zelle. Die kann ich bestimmt bauen, oder? Ja. Nein. Ja, ist klar. Warte mal. Gucken, was wir da im Lager haben. Ah, Kupfer. Ja, brauchen wir gerade nicht. Ich guck mal eben, wir haben... Guck mal hier. Beutelgift habe ich sogar. 2 Stück schon. Gab es auf einem Planeten, wo wir gewesen sind. Habe ich sogar extra schon gesammelt. Atlasstein, Iridium, Titan... Kohlenstoff, Iridium. Hier haben wir wahrscheinlich nochmal Eisen, ne? Ich kann dieses Eisen nicht rausnehmen. Ich weiß nicht warum. Ist irgendwie ein Bug vom Spiel. Warum auch immer. Und hier ist das andere Eisen drin, ne? Genau. Eisen, Platin, Gold. Warte mal. Das heißt, wir können. Kann ich noch so ein Lager bauen oder. Ach, mir fehlt noch eine Zelle. Okay, pass auf, das heißt, wir können... Oh, ein Sturm zieht auf. Okay, pass auf. Dann werden wir... Werden wir uns jetzt gleich auf die Suche machen. Werden wir ein bisschen, werden wir ein paar Teile suchen, die wir brauchen. Ich schau mal eben, haben wir denn genug Platz im Inventar? Anscheinend nicht. Das heißt, wir könnten mal... Gut, Gewebe brauchen wir nicht. Plutonium, ja, zum Start mit dem... Guck mal, hier oben haben wir ein bisschen noch von dem Atrium. Ich glaube, das Eisen werde ich gleich mal ein bisschen einlagern. Hier den Würfel und so auch. Und den Dolch auch. Das heißt, ist gerade sehr stürmisch draußen. Egal! Warte. Wollen wir eben einlagern hier den Würfel. Der Würfel kann dein. Moment. Halt, stopp. Ja, da kommt keine andere hin. Eisen lege ich nochmal nach hier vorne. So, dann haben wir das nämlich schon mal weg. Der Dolch, der kann... War hier noch Platz? Ich weiß gar nicht. Ja, hier ist noch Platz. Da kann der Dolch nämlich auch hin. Und hier das Modul... Iridium hatten wir, glaube ich, auch schon. Boah, Alter, 78 Grad, das hätte ich jetzt gerne hier in Deutschland. Ist ja arschkalt bei uns. Iridium. Iridium. So, Modorit haben wir auch schon irgendwo gehabt. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, hier war das. Ja, hatte ich gehabt. Meine ich war hier gewesen. Pack ich mal hier rein. Dann kann der Würfel nach oben. So. Jetzt mal eben schnell nochmal rein. Bin ich eigentlich hier geschützt jetzt, oder?
Normalerweise wäre ich... Ja gut, das Tor ist offen. Hätte ja sein können. So. Na, ich laufe auch noch an dieser Ding. Ja, sicher. Hör auf zu lügen, es nimmt ab. Ich finde es gut, dass es auch hier drin so stürmisch ist. Dass sie sich sogar bewegen, ist es faszinierend. Faszinierend. So, Plutonium. Ich sortiere mal eben. Ja, also nicht wundern. Wieso kann ich Plutonium nicht mit Plutonium stapeln? Achso, wollte schon sagen. So, das kann hier hin. Kohlenstoff, Tamium. Kann ich mal eben mit Platinum mal eben tauschen. So, Platz haben wir genug, um auf Reise zu gehen. Das heißt, ich würde sagen, wir werden es mal... auf die Reise begeben. Und das natürlich... Und das natürlich zu Fuß. Ach, guck mal an, da hinten. Hast du schon gesehen? Da müssen wir, glaube ich, hin. Tamium. Guck mal, hier haben wir einen ganz riesen Vorrat an Eisen, was wir auch brauchen. Für den Basen... Hallo? Für den Basenbau. Huch. Hallo, Freunde. Da können wir gleich was abbauen. Tamium nehme ich auch mit. Das ist immer eine Ressource, die man gut gebrauchen kann. Vor allem auch fürs Schiff. Und wenn das hier so zum Pflücken ist, dann pflücken wir das ab. So, was haben wir hier? Das können wir nicht abbauen. Da brauchen wir unseren... Oder? Spandonium. Ja. Spandonium? Nein, das brauchen wir nicht. Aber ich nehme es mal mit. Haben wir denn eigentlich bei dem Planetenübersicht, was es hier gibt, alles? Nee, ne? Schade, ich dachte, man sieht hier irgendwie, was es hier gibt an Sachen. Da ist nochmal Tamium. Da oben ist Zink. Zink ist eigentlich auch so eine Ressource, die sehr rar ist, die man aber häufig braucht. Das, ja. Ist immer gut, wenn man die mitnimmt. So, mal gucken. Wo haben wir denn weit und breit nichts? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir auf diesem Planeten nicht das finden, was wir brauchen. Und hier ist schon wieder so eine Fleischpeitsche. Da müssen wir aufpassen. Ich gehe mal in die Richtung. Was ist das da oben? Das ist... Handelsposten. Guck mal, da ist sogar eine Handelsposten, eine Fabrik. Vielleicht sollten wir da mal hinfliegen und mal gucken, was da ist. Aber wir haben ja momentan eine Aufgabe. Aufgabe? Fehlt nur, dass Wally gleich hier angefahren kommt. Ach, guck mal, Tamium. Also Tamium können wir uns hier nicht beschweren. Gibt es hier, glaube ich, anscheinend en masse. Ich mag immer noch diese Entspannung bei dem Spiel, einfach dieses Gemütliche. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde das Spiel immer noch total faszinierend. Ich habe es ja seit Release und trotz aller Aufregung über das Spiel finde ich es immer noch ein tolles Game. Klar, man kann natürlich sich drüber streiten mit den Versprechungen und so und hier und da, aber ich finde es trotzdem ist ein tolles Spiel.